Hallo, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist sie also da, die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Wir haben uns darauf gefreut und wir gehen jetzt mit voller Motivation und Elan an die Realisierung bis Ende des Jahres. Wir werden versuchen, große Fragen für Europa nach vorne zu entwickeln. Es beginnt bei der Sicherheit, bei der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und der Polizei. Gerade bei so großen Fragen wie internationale Kriminalität oder die Drogenkriminalität oder auch der Kindesmissbrauch. Ich denke, da werden wir wieder ein Stück vorankommen. Wir müssen uns auch kümmern um die Minderheiten in Europa, ihre Behandlung, um den Extremismus, den Rechtsextremismus, den Linksextremismus, die Islamisten in Europa. Und nicht zuletzt das ganz, ganz große Thema einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik. Das ist eines der zentralen Themen, wo ich hoffe, dass wir in unserer Präsidentschaft wenigstens zu einer politischen Verständigung über die Migrationspolitik der Zukunft kommen. Das ist notwendig, denn die Migration und das Migrationsgeschehen wird uns noch Jahre beschäftigen. Und dafür brauchen wir in Europa ein Regelwerk. Ein Land alleine kann diese Aufgabe nicht bewältigen. Wir wollen Humanität und Ordnung auf diesem Feld miteinander verbinden. Insgesamt wollen wir Europa in einem Gemeinschaftsgeist vorwärts entwickeln, Europa gemeinsam und gemeinsam in Europa.